heute bei Studio 3. Wasser pur, Ü80-Udra hängen sich richtig rein. Und wieder zu Hause, Union-Fans zurück in Berlin. Und von Diplomaten bis zum Kostümfilm, unser Gast bei Studio 3. Und der heißt Yannick Schümann. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich. Und guten Abend natürlich auch an Sie nach Hause. Ich habe jetzt gleich mal zu Anfang gedacht, mit einer intimen Frage würde ich mal gerne anfangen. Gerne. Wir wissen, wenn man dir bei Instagram folgt, du bist ein ganz stolzer Hundebesitzer. Ja. Und das ist Truman, den wollen wir auch gleich mal zeigen. Sehr stolzer, schöner Hund auch. Ich finde, man lernt immer viel über die Beziehung zwischen Hundebesitzer und Hund, dann auch über die Psyche eines Menschen kennen. Also die intime Frage, die wäre, schläft Truman bei euch im Bett? Nein, Truman ist aber auch riesig. Na ja, gut. Und dann bräuchten wir ein richtig großes Bett. Truman hat das geschafft, ja? Was? Habt ihr geschafft, dass der nicht mit ins Bett kommt? Ja, ich wünschte mir manchmal, er würde ins Bett kommen. Ja. Das macht er nur, wenn er morgens raus muss. Nee, er schläft nicht mit dem Bett. Er hat ein sehr, sehr großes Bett neben unserem Bett. Okay, gut, dann haben wir das geklärt. Dann wissen wir schon ein bisschen mehr über dich. Aber wir wollen alles miteinander. Oder dann können wir jetzt eigentlich die Sendung schon beenden. Ja. Wenn wir nicht noch ein bisschen was vorbereitet hätten. Wir wollen natürlich noch mehr rausfinden über Yannick Schümann. Unser heutiger Gast Yannick Schümann fängt schon mit 9 als kleiner Amadee im Mozart-Musical Feuer für die Bühne. Das Kostüm, die Perücke und die ganze Mimik ist toll. Es folgen krasse Entdeckungen mit 15 in seinem ersten Tatort, eine Vielzahl überraschender Wandlungen. Sehr krass. In Rollen zwischen introvertiert, komplett aggro und sensationell sensibel. Ich lebe jetzt als Mädchen. Als Kaiser Franz prügelt sich Yannick Schümann mit dem echten Bodyguard des litauischen Präsidenten und staunt noch immer. Krass, ich bin Schauspieler. Ist er und noch einiges mehr. Er ist Model. Er ist Fan von peinlichen Herausforderungen. Er ist Herrchen von Truman. Und Yannick Schümann ist erst im Januar aufgetreten als Redner im Bundestag. Es kam auch mehrere Male vor, dass zwei Freunde gemeinsam in den Tod gingen. Übermorgen nun kündigt er nach 7 Serienjahren seinen Job im diplomatischen Dienst. Kennst du die Typen, Nines? Kennst du die? Ob ihm das Undiplomatische sowieso mehr liegt, klären wir heute mit Yannick Schümann. Und wir freuen uns sehr. Bisher ist er noch nicht unangenehm aufgefallen hier bei Studio 3. Was kann sich ja noch ändern im Laufe der Sendung? Es wird sich ändern. Du hast gerade, sehr schön, freuen wir uns drauf. Du hast gerade ganz schön gestaunt bei den Bildern, diesen Kinderbildern von dir als kleiner Amadee. Ja, die Bilder kenne ich natürlich, aber die Videoaufnahmen, die habe ich früher mal gesehen. Habt ihr die noch länger? Bestimmt. Die möchte ich gerne haben, das wünsche ich mir. Wir haben ein riesiges Archiv und ich hoffe, dass wir diesen Wunsch auch noch erfüllen können. Wir wollen aber trotzdem diplomatisch erstmal anfangen. Ja. Du hast ja schon gedroht, das wird noch anders gleich im Laufe der Sendung. Aber sprechen wir über die Diplomatin. 7 Jahre bist du Nikolaus Tanz, der Botschaftsassistent. Erzähl uns mal mehr über diesen Nikolaus und vor allem, wie er sich in den 7 Jahren entwickelt hat. Genau, ich darf jetzt seit 2014 Nikolaus verkörpern und ich finde, dass Nikolaus Tanz der bisher schönste Rollenname von mir war. Das stimmt. Und angefangen hat es damals mit Dreharbeiten in Bangkok mit Natalia oder an der Seite von Natalia Werner, die Diplomatin spielt. Und ich war damals nur ihr Chauffeur. Und ich glaube, es war schon ausgelegt auf eine Reihe, aber dass wir jetzt immer noch nach 9 Jahren die Diplomatin drehen, hätten wir damals, glaube ich, nicht gedacht. Und das freut uns alle total. Und der Gedanke ist, dass sie als Diplomatin versetzt wird in andere Städte, dort meistens 3 Jahre bleibt und dann weiterzieht. Und dann hat sich das so entwickelt, dass ich als ihr Assistent immer mitziehe. Und wir teilen auch als Nikolaus und Carla Lorenz eine Freundschaft. Mhm. Und im Laufe der Folgen wird aber immer klarer, dass Nikolaus eigentlich die Entscheidung von ihr als Diplomatin gar nicht immer so unterstützen und verstehen kann. Und ihn nervt es, dass man einfach nach so vielen Regeln arbeiten muss und viele Dinge verbunden sind, weil es halt so gemacht wird. Und er sagt, naja, aber das ist ja offensichtlich unfair, wir müssen anders agieren. Und da geratet ihr sozusagen, eure beiden Rollen natürlich auch im neuesten Film aneinander, weil du steigst jetzt aus und das Ende ist wirklich spektakulär. Der Nikolaus Tanz wird entführt, da haben wir einen ganz kurzen Ausschnitt draus. Diplomatin Carla Lorenz ist kaum als neue Botschafterin in Rom angekommen, da gerät ihre rechte Hand Nikolaus Tanz bei einem Überfall auf ein Konzert in die Hände von Geiselnehmern. Zusammen mit der Tochter eines in Italien tätigen Bauunternehmers. Ein Wohnhaus ist eingestürzt in einem Außenbezirk von Rom. Mehr als 20 Tote, auch viele Kinder, möglicherweise Baupfusch. Wir fordern 10 Millionen Euro für die Opfer der Via Desidera, für ihre Angehörigen. Papa, du musst tun, was sie sagen. Ja, gib ihnen, was sie wollen. Ines,
Auf die römische Polizei will sich die Diplomatin ebenso wenig verlassen. Und das zeigen Sie mir erst jetzt? Wie auf den rechtspopulistischen Innenminister. Wir werden die Sicherheit in diesem Land wiederherstellen. Während die Botschafterin selbst ermittelt. Sie hat Herz, sie hat Mut. Im Auftrag der Kirche? Ja. Es wird vertuscht. Bastardo! Wird für ihren entführten Mitarbeiter die Situation immer schwieriger. Das glaube ich nicht, wer sie sind. So wird es dann sein in der Diplomatin im letzten Film mit Nikolaus Tanz. Und es gibt eine ganz interessante Herangehensweise eures Regisseurs am Set. Also da wird nicht lange gefackelt, da wird gleich gedreht. Überhaupt nicht. Roland Suso Richter hat jetzt die letzten Teile inszeniert. Und das Tolle an Roland ist, oder das Besondere, dass er nicht probt. Er möchte sich die Chance nicht nehmen lassen, bestimmte Reaktionen sofort einfangen zu können. Es sind immer zwei Kameramänner, die überhaupt nicht wissen, was wir machen und wild um uns herumlaufen. Und es ist auch so, wenn ich als Nikolaus Tanz an einen Ort komme, den ich noch nicht kenne, wie zum Beispiel ein Büro, wo ich etwas suchen muss, dann darf ich mir diesen Ort vorher nicht angucken. Erst bei Bitte, die Kamera läuft und ich gehe in den Raum und suche wirklich. Wahnsinn. Oder Natalia und ich mussten jetzt in Rom eine Pizzeria suchen und wir haben wirklich gefragt, Roland, wo ist denn die Pizzeria? Das wisst ihr läuft im Film einfach los. Auch nicht. Und dann werden wir das Ergebnis jetzt am Samstag dann sehen. Ja. Im Ersten, die Diplomatin vermisst in Rom und jetzt schon in der Mediathek. Und wir werden jetzt mal ganz undiplomatisch sein hier im RBB, denn wir haben natürlich an diesem Wochenende einem Fußballteam besonders die Daumen gedrückt in Berlin und Brandenburg, nämlich Union Berlin. In der Champions League haben sie das Spiel leider verloren, aber trotzdem doch irgendwie gewonnen. Heute Morgen sind die Fans zurückgekommen. Noch ist alles ruhig. 5.58 Uhr am Berliner Flughafen, aber gleich wird sich hier alles rot färben. 5 Chartermaschinen, 1.300 glückliche Union-Fans zurück aus Madrid. Ein 24-Stunden-Fußballmarathon findet sein Ende. Union in der Champions League, vor Jahren noch gegen Ludwigsfeld gespielt. Wahnsinn, Hammer, absolut. Tränen in den Augen, die Champions League-Musik, ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn, über den man in Berlin und Brandenburg noch lange sprechen wird. Angriffslustige Köpenicker gegenüber dem achtmaligen Champions League-Sieger. Doch 32:4 Torschüsse für Real machen deutlich, wer die Partie bestimmt. Sie waren so dicht dran. Der Abend hätte zum Berliner Fußballmärchen werden können. Aber dann kamen zwei unaufhaltsame Dinge. Bellingham und die 94. Minute. Valverde am Strafraum. Valverde mit der Schusschance. Bleibt hängen, Ball ist frei, Tor. Tor für Real Madrid. Sie feiern Jude Bellingham. Das Spiel verloren, aber doch irgendwie gewonnen. Na dann kann's jetzt ja ins Bett gehen. Nee, jetzt ein bisschen frisch machen und dann auf Arbeit. Na dann, eisern weiter bis zum ersten Champions League Heimspiel Anfang Oktober. Das sind doch richtige Fans, die besten Fans, muss man sagen. Und wir haben Yannick Schümann zu Gast. Wir haben gerade schon über deinen neuen Film bei der ARD-Reihe Die Diplomatin gesprochen. Ich würde jetzt gerne noch mal an den Anfang deiner Karriere zurückspringen. Mhm. Denn eigentlich könnte man darüber einen Kinofilm drehen. Die hat sozusagen an der Tankstelle angefangen, kann man das so sagen? Das kann man fast so sagen, genau. Ich stand zuerst auf der Bühne im Musical Mozart. Die Rolle habe ich über eine Zeitungsannonce bekommen. Da warst du wie alt? 9 war ich da. Und dann, als das vorbei war und unabhängig von der Bühnenerfahrung, hat mich meine damalige Agentin an der Tankstelle angesprochen. Ich war da gerade mit meinem Kumpel Schokolade kaufen. Meine Eltern saßen im Restaurant nebenan und sie sagte, gab mir ihre Visitenkarte und hat gesagt, deine Mama soll sich mal bei mir melden. Und dann fing das alles an. Und dann haben deine Eltern sich tatsächlich gemeldet. Genau. Und dann haben wir dich nicht nur in dem Musical zum Beispiel gesehen, sondern auch, viele werden es kennen, bei den Pfefferkörnern. Mhm. Da hast du wahrscheinlich die ein oder anderen Herzen gebrochen. Auf jeden Fall sehr viel Eindruck hier bei uns hinterlassen. Okay, wir müssen nachher. Ciao. Das Pfeffer macht echt gut. Lächeln. Max. Ich sehe, ich habe keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Max ist der Name. Wer riecht denn hier so gut? Jemand, der so gut riecht, wird ins Kino eingeladen. Hast du nachher Zeit? Ich rufe dich an. Max. Natürlich bleibenden Eindruck hinterlassen. Musst du darüber jetzt lachen, weil es dir peinlich ist oder weil du weiß gerührt ich nicht, bist? Vielleicht eine Mischung. Ich finde es wirklich wahnsinnig süß. Wirst du darauf oft Augen angesprochen? Ich werde ganz rot gerade, wie das Hemd von Max.
Wirst du oft darauf angesprochen, auf die Pfefferkörner? Oder worauf, wenn die Leute so sagen, Mensch, hier, ich habe doch gesehen mit dir dies, das, jenes. Was wird am meisten genannt? Am meisten wird genannt eine Serie, die ich in den Sommerferien gemacht habe. Und ich dachte, das verstrahlt sich. Und das heißt Emma's Chatroom. Und das lief auf dem Kika. Mhm. Und das haben wirklich so viele, vor allem Teenie-Girls, geguckt damals. Ist aber auch voll süß geworden. Ich wollte gerade nachfragen, warum verstrahlt das? Ist aber nichts, wofür man sich jetzt schämen muss, oder? Ich kannte es halt nie, überhaupt nicht. Ich kannte es nicht, es war aber natürlich auch eine neue Serie, deswegen kannte ich sie vorher nicht. Ich schäme mich da überhaupt nicht für. Ich hatte eine total tolle Zeit. Aber ich wusste damals nicht, dass das immer noch wieder ausgestrahlt wird. So, jetzt ist es nicht nur so, dass wir dich aus dem Fernsehen kennen oder dass man dich viel im Fernsehen sehen kann oder im Kino, sondern man konnte dich in diesem Januar auch im Bundestag erleben. Da hast du eine Rede gehalten anlässlich des Holocaust-Gedenktags am 27. Januar. In diesem Jahr war ja der Fokus auf queere Menschen. Da wurde daran erinnert und du hast Karl Gorath, einem von den Nazis Verfolgten, deine Stimme damals geliehen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Schauspieler kommt in den Bundestag, geht da ans Rednerpult. Ist man da überhaupt noch aufgeregt? Ja, ich bekomme jetzt gerade nasse Hände, wenn ich dran denke. Ich war so aufgeregt, dass ich einen Blackout habe. Ich kann mich an die Rede nicht mehr erinnern. Es war einer der krassesten Momente meines Lebens und wird es wahrscheinlich auch immer bleiben. Falls Sie jetzt sagen, ich habe die Rede auch nicht mehr in Erinnerung, weil ich habe es damals verpasst. Wir haben natürlich einen Ausschnitt daraus und den wollen wir uns jetzt gerne nochmal angucken. Denn Karl Gorath hat nicht nur das KZ Neuengamme, sondern auch das KZ Auschwitz überlebt. Mhm. Und du hast sozusagen seine Geschichte erzählt und auch, wie es dann weiterging. Nach dem Krieg lebst du wieder in Bremerhaven. Doch schon im März 1946 wirst du erneut verhaftet. Und im September wegen schwerer Unzucht unter Männern nach § 175 zu 5 Jahren Zuchthaus verurteilt. Zu deinem Entsetzen empfängt dich im Gerichtssaal derselbe Richter, der dich schon einmal verurteilt hat, mit den Worten, Sie sind ja schon wieder hier. Ja, Wahnsinn. Wenn du das jetzt noch mal so siehst und das noch mal Revue passieren lässt, was hat die Geschichte von Karl Gorath, dem du ja eine Stimme gegeben hast, mit deiner eigenen Geschichte zu tun? Wo hast du Parallelen entdeckt? Oder vielleicht auch? Ich habe zum Glück gar keine Parallelen. Also ich habe meine Liebe zu meinem Freund Felix sehr spät erst öffentlich gemacht, aber ich habe trotzdem nie ein verstecktes Leben geführt. Mhm. Und ich war immer, alle meine Leute in meinem Umfeld und auch mit den Leuten, mit denen ich zu tun hatte, auch am Set wussten, dass ich privat mit einem Mann zusammen bin. Die Geschichte von Karl Gorath oder einfach stellvertretend für alle Geschichten damals, als es noch den Paragraphen gab, das ist wirklich so grausam. Und da bin ich einfach wahnsinnig froh, dass ich jetzt lebe. Ja, und ihr, also du und Maren Kreumann, die ja auch im Bundestag dabei waren, ihr habt diesen Menschen Sichtbarkeit gegeben und habt irgendwie auch diese Geschichten erzählt, die ja auch man hätte die auch früher schon erzählen können, aber es hat eben so lange gedauert, bis man die auch hören wollte, scheinbar in unserer Gesellschaft. Leider ja. Hat deine Familie, waren die dabei? Wie haben die darauf reagiert, ihren Sohn im Bundestag zu sehen und dann das zu hören? Die waren nicht dabei. Die kommen ja aus Hamburg, ne? Und ich hatte nur ganz begrenzt Platz und habe Felix mitgenommen. Und die waren aber wahnsinnig gerührt. Ich glaube, also vielen Menschen sind die Augen nicht trocken geblieben, weil es einfach wirklich eine sehr emotionale Geschichte auch war und dieser ganze Tag einfach so emotional aufgeladen war. Und die waren mächtig stolz. Und man merkt es auch jetzt, wenn du drüber sprichst, dass es dir auch was ganz Besonderes ist und ein ganz besonderer Tag in deinem Leben bleiben wird. Ich würde auch gerne gleich noch mal über deine persönliche Geschichte ein bisschen mit dir sprechen. Vorher wollen wir aber einmal rausgucken. Es gibt nämlich einen Sport, den man auch locker übrigens mit 80 Jahren noch praktizieren kann. Und welcher das ist, das wird uns der SC Friesen, der Spandauer SC Friesen jetzt sagen. Das ist nämlich, kann man eigentlich bei jeder Jahreszeit machen, würde ich sagen. Frank Meiling ist hart im Nehmen. Ja, weiter. Es müssen schon Eisschollen auf dem Wasser treiben, damit der 83-jährige Spandauer nicht ins Boot steigt. Ja, ich bin 1955 eingetreten, hatte angefangen und ich habe das dann so beobachtet und gesehen, das macht mir Spaß, weil man nicht nur ruderte, sondern wir sind zur Badewiese gefahren, haben gebadet und Fußball gespielt, wieder zurück und
Wir haben im Grunde dreimal die Woche nachmittags hier verbracht. Auch Christian Kuckler hat schon als Schüler mit dem Rudern angefangen. Der ehemalige IBM-Manager besorgte das große Ruderboot für seinen Verein. Eine echte Rarität. Der Bootstyp kommt aus Finnland, hat eine unterschiedliche Größe gehabt. Damit fuhr die Leute eines Hofes, eines Bauernhofes, zur Kirche. Und weil man damit zur Kirche gefahren ist, heißt das also Kirchboot. Und je nachdem, wie groß das Gehöft war, gibt es so eins mit 10 bis zu 24 Leuten, die da drin waren. Doch bei ihnen geht es weit sportlicher als beim Kirchgang zu. Zwei, nimmt den Fender bitte rein. Das Vereinsheim liegt an der Spandauer Freibrücke an der Unterhavel. Im Kirchboot geht es ums gemeinschaftliche Rudern. Jawohl. Hepp! Wo es ankommt, dass alle das Gleiche tun. Zur gleichen Zeit das Gleiche tun. Man kann mit dem Einzelnen nicht viel anfangen. Die Einordnung in die Mannschaft ist eine ganz wichtige Sache, damit man einen gleichmäßigen Rhythmus in das Boot reinbekommt. Und wenn der Rhythmus da ist, das transportiert das Boot, dann läuft es. Die Clubgeschichte geht bis ins Jahr 1895 zurück. Der erste große sportliche Erfolg, die Goldmedaille im Männerzweier bei den Olympischen Spielen 1936. Seit Ende der 50er Jahre sitzen die Friesen in Spandau. Und trainieren regelmäßig, auch mit dem Kirchboot. Sie nutzen es vor allem für längere Fahrten und bei schlechtem Wetter. Beim Rudern kommt es auf Technik und Ausdauer an. Ein Sport, bei dem der ganze Körper im Einsatz ist. Arme, Beine, Rumpf. Ja, und deshalb ist das Rudern auch besonders gesund. Und auch die Koordination und so, man muss sich bei jedem Schlag konzentrieren. Das ist schon sehr wichtig. Und gerade im Alter ist es wichtig, dass man eben auch da fit bleibt und dass man immer weitermacht. Bei ihren Trainingsfahrten machen sie ordentlich Strecke. Wenn man 15, 20 Kilometer gerudert ist, sich angestrengt hat, dann merkt man, dass man was getan hat und das möchte man auch. Ja. Wenn dann noch die Mannschaft gut harmoniert, dann steigen wir häufig glücklich aus dem Boot, obwohl wir kaputt sind. Auf den Rudersport ein Dreifach kräftig ist. Wipp, hurra, wipp, hurra, wipp, hurra. Neumitglieder sind hier übrigens willkommen. Wer mal reinschnuppern möchte, Mittwoch ist Clubnachmittag. So, da wird ganz schön was los sein dann auf dem Wasser bald. Schauspieler Jannik Schümann ist bei uns und wir haben gerade schon über deine Rede im Bundestag gesprochen, wo du queeren Menschen am Holocaust-Gedenktag eine Stimme gegeben hast und auch heute queeren Menschen eine Sichtbarkeit gegeben hast. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es oft so, wenn ich mit heterosexuellen Menschen spreche, dann höre ich ganz oft, naja, das ist doch jetzt heute kein Thema mehr, da muss man doch nicht das extra so hervorheben. Warum ist es doch ein Thema? Genau das ist ja das Problem, weil es ist halt wirklich immer noch ein Thema. Es ist ein Thema, weil man sich als heterosexueller Mensch nicht outen muss. Man muss nicht einfach sagen, übrigens Mama, Papa, ich habe eine Freundin. Es ist in der Gesellschaft immer noch nicht angekommen. Wir wollen da landen, dass es kein Thema mehr ist. Mhm. Aber um dahin zu kommen, braucht man die Sichtbarkeit. Und damit wir irgendwann hoffentlich die kommenden Generationen sich eben gar nicht mehr outen müssen, liegt es meiner Meinung nach in unserer Verantwortung, dass wir das tun. Mhm. Und deswegen bin ich den Schritt auch gegangen. Privat war das auch nie ein Thema für deine Familie. Da hast du den Schritt früh gemacht. Aber beruflich ist es dann tatsächlich ein Thema gewesen. Dir wurde am Anfang deiner Karriere geraten, naja, sag das mal lieber nicht so öffentlich, denn dann werden dir keine heterosexuellen Rollen mehr angeboten. Mhm. Da denke ich mir, Wahnsinn, bei so einer liberalen Filmbranche. Das kann doch gar nicht sein. Mir wurde damals abgeraten, lange Zeit noch. Und ich kenne jetzt noch KollegInnen, junge KollegInnen, die bei dem Manifest Act Out dabei waren, denen immer noch aktiv abgeraten wurde. Mhm. Das macht mich unfassbar wütend, weil das wirklich ganz, ganz schlimm ist. Weil das sind unsere MentorInnen, ja? Denen vertrauen wir hören auf die Personen. Ja. Und wenn die einem sagen, naja, in dieser Filmbranche, da wäre es nicht so gut,
wenn du dich outest, dann ist das echt, echt krass. Ja, es gab vor 2 Jahren dieses Manifest, wo viele Schauspielerinnen und Schauspieler und Filmschaffende sich zusammengetan haben, um eben Sichtbarkeit zu zeigen für queere Menschen. Jetzt hast du dann auch noch mal Sichtbarkeit gezeigt. Also du hast diesen Rat nicht mehr befolgt, sondern hast ein Foto mit dir und deinem Freund Felix dann gepostet. Ich glaube, das ist jetzt auch 2 Jahre ungefähr her. Fast 3 sogar, ja. Warum hast du dann diesen Schritt dann, warum bist du den gegangen? Um selber dann ein Vorbild zu werden für andere? Genau, weil ich das, also ich habe das nach Covid, also das war das erste Jahr Covid, ne, und in der Zeit haben wir alle ganz viel Zeit mit uns selbst verbracht und viel reflektieren können. Und ich bin zu der Entscheidung gekommen, dass ich das jetzt machen muss. Und meine jetzige Agentin hat mich glücklicherweise sehr wohl ganz doll unterstützt. Mhm. Und ich habe auch mit Felix einen Mann an meiner Seite, mit dem ich das einfach ganz toll machen konnte, weil er mir ganz viel Halt gibt und Kraft und Wie war das für ihn? Weil er steht ja nicht in der Öffentlichkeit. Du hast nicht. Ihn ja quasi im Prinzip mit diesem Bild in die Öffentlichkeit gebracht. Ja, ja. Also ich habe natürlich gefragt. Ne? Es war jetzt nicht so wie, Felix, übrigens, hast du schon gesehen, ich habe auf Instagram gerade ein Foto gepostet. Ich habe dich gerade verlinkt. Ich habe dich gerade verlinkt, muss mal gucken. das war ein wohlüberlegter Gedanke von uns beiden. Und wir haben uns beide an die Hand genommen und haben gesagt, ja, wir machen das zusammen. Und dann hast du jetzt sozusagen auch wirklich positive Erfahrungen gemacht. Wir sehen ja, dass du auch weiterhin alle Rollen spielen kannst, dass es da jetzt keine Beschränkung gibt. Du sagst sogar, du möchtest gerne queere Rollen angeboten bekommen. Hast du da so einen bestimmten Drehbuchstoff im Kopf, womit man sich gerne mal an dich wenden darf? Ich habe Ideen. In welche Kamera soll ich reinsprechen? Also, hier, wenn ihr mal queeren Stoff habt, dann kann ich euch meine Mailadresse, wo ist die Kamera? Achso, ich gucke ganz woanders hin. Pass auf, genau, es gibt einfach in Deutschland noch nicht wirklich die tollen queeren Stoffe, die ich mir wünsche, die ich aus anderen Ländern sehe. Was wäre das zum Beispiel? Es gibt also sowas wie Sex Education, ja, da kommt morgen die 4. Staffel raus. Die haben in einer Normalität und Beiläufigkeit Diversität gezeigt, die so unschlagbar ist. Euphoria ist so großartig. Heartstoppers, jetzt gerade eine ganz tolle Netflix-Serie, da kam die 2. Staffel raus. Solche Formate gibt es bei uns nicht. Es gibt bei uns nur queere Stoffe, in denen wirklich genau die Stereotypen gezeigt werden, die sich homophobe Menschen sowieso schon vorstellen. Und darin werden sie nur bestärkt in ihrem Denken. Ich möchte freies, queeres, realistisches Leben darstellen. Und wir hoffen, dass wir es bald im Fernsehen oder im Kino sehen. Ja. Jetzt sprechen wir gleich mal über meine Lieblingsabteilung übrigens beim Film. Das ist das Kostüm. Ah, ja. Und das kann man aber nicht nur beim Film entdecken. Es gibt ja auch Mode, die man hier bei uns in Berlin kaufen kann, die hier entsteht. Und die Inspiration von so manchen schönen Teilen, die kommt aus Afrika. Joanna Menke ist eine Designerin, die alles andere als den klassischen Modedesigner-Weg gegangen ist und ihr eigenes Ding durchzieht hier bei uns. In Deutschland ist es einer der Spots für Mode aus afrikanischen Ländern. Der Laden von Joanna Menke in Köpenick. Hier ist sie erfolgreich mit ihren auffälligen Styles. Doch ihr Weg zur Modedesignerin war nicht geradlinig. Meine Familie konnte die Schulgebühren nicht bezahlen und ich habe auch keine Förderer gefunden. Hier in Uganda in Ostafrika wächst sie auf. Die soziale Lage hier hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich gebessert. Doch noch immer leben viele Menschen in extremer Armut, insbesondere Frauen. Eine Chance für sie sind Workshops, in denen Jugendlichen Nähen beigebracht wird. Auch Joanna Menke lernt hier das Schneidern. Für mich war das so wertvoll wie Gold. Ich wusste, diese Möglichkeit muss ich nutzen. Mit einer gebrauchten Nähmaschine wagt sie die Selbstständigkeit. Sie etabliert sich. Verkauft Kleider für Hochzeiten, aber auch an Touristen. Dann lernt sie einen deutschen Austauschstudenten kennen. Sie werden ein Paar und gehen zusammen nach Hellersdorf. It scared me a lot because we are living. Mir machte das alles große Angst. Wir lebten in Hellersdorf. Mein Mann war Student, ich hatte keine Arbeit. I didn't have a job. Wir wussten nicht, wie das klappen sollte. In ihrer kleinen Wohnung probiert sie es trotzdem mit der Mode. Sie bestellt Stoffe in Uganda, designt eigene Entwürfe und näht dann. Auf verschiedenen Märkten in Berlin will sie verkaufen, aber das klappt nicht. Also variiert sie Schnitte, Konfektionsgrößen und Passformen. Und dann bekam ich Kunden. Der erste Kunde empfahl mich weiter und so kam alles langsam ins Rollen. 2019 geht sie ins Risiko. Sie mietet einen kleinen Laden in Köpenick, damit Interessenten die Kleidung ausprobieren können.
Die lieben das. Sie probieren es an und sagen direkt, ich kaufe das. Ich kaufe das. Mittlerweile hat sie verschiedene Kollektionen. Alles ist komplett Handarbeit. Röcke kosten etwa 150 Euro, Kleider 300. Auch dank des Online-Verkaufs kann ihre Familie heute von ihrer Mode leben. Ich habe in einer Abstellkammer in Uganda begonnen. Und jetzt habe ich meinen eigenen Laden. Und ich bin durch die wirtschaftlich harte Corona-Zeit gekommen. Ja, ich bin stolz auf mich. Hundertprozentig. 10.000 Kilometer entfernt von Uganda ist Joanna Menke heute erfolgreiche Modedesignerin in Berlin. So schön. Mich ziehen ja wirklich so bunte Stoffe total an. Ich würde dann am liebsten gleich so durch die Kleider gucken. Und ich habe gerade Kostüme versprochen. Ja. Einmal im Jahr nämlich, da guckt das ganze Land in die Wiener Hofburg, nämlich wenn die Sissi-Trilogie an Weihnachten wiederholt wird. Mhm. Und du hast sogar bei Sissi mitgespielt, natürlich nicht im alten Film, sondern in einer ganz modernen Fassung, bist du der Kaiser Franz Josef. Und dann lernt man auch die Sissi und den Franz nochmal von der anderen Seite kennen. Was hat dir an dieser Geschichte so gefallen? Was hat dich gereizt, das zu spielen? Also, Sissi, also die Geschichte von der Kaiserin Elisabeth, ist einfach so spannend. Das ist so eine starke Frauenfigur aus dem 19. Jahrhundert. Und ich bin damals gar nicht mit den Marischka-Filmen groß geworden, weil die bei uns nicht geguckt wurden. Gar nicht? Nee, wirklich nicht. Wie kann das denn passieren, dass man an Weihnachten nicht Sissi guckt? Kann ich dir mal die Nummer meiner Eltern geben und dann kannst du da mal anrufen und fragen? Das weiß ich nicht. Aber ich bin mit dem Musical groß geworden, weil ich also ein Musical-Freak bin. Und es gibt eine Musical-Version, Elisabeth. Und das habe ich zum ersten Mal gesehen, als ich 11 war. Und die Songtexte sind ganz doll besonders. Und die habe ich nämlich, als ich die Casting-Einladung bekommen habe, auf dem Weg zum Casting gehört und mich mit den Musical-Songs vorbereitet für mein Casting. Und ich wollte die Rolle einfach unbedingt spielen. Und du bist eben nicht der zuckersüße Franz Josef aus dem Marischka-Film, sondern es geht ein Gang härter bei euch zu. Wir haben einen kleinen Ausschnitt vorbereitet. Gesagt, immer nur Augen für die Kostüme die ganze Zeit und aber auch für die Tanzszenen. Du bist selber ein Tänzer. Du kannst gut tanzen, das musstest du nicht unbedingt lernen. Ja, ich liebe es zu tanzen. Ja, voll. Nee, das fiel mir relativ leicht. Das waren meine Lieblingsproben. Und wie, jetzt sag mir mal, weil ich wirklich ein bisschen neidisch bin, wie ist es, diese Kostüme zu tragen? Also du hast natürlich die Uniform getragen von Franz Josef, aber das macht doch bestimmt was mit einem. Ich habe auch mal ein Kleid getragen. Mit Korsett, richtig? Das ging bei mir nicht zu. ich habe also die Uniform hilft mir als Schauspieler wahnsinnig doll, in den Charakter zu schlüpfen, weil die so eng geschneidert ist. Und ich bin höher, größer als meine Partnerin Sissi Dominique Davenport, aber dadurch, dass sie diese mächtige Kleider trägt und diese hohen Perücken, muss ich noch höher sein. Deswegen habe ich 10 cm Heels, was man nicht wirklich sieht. Das sind quasi in den Schuh, die von dem Schuster gemacht wurden, nochmal eingesetzte Hacken. Das heißt, ich gehe wahnsinnig hoch und musste das trainieren. Und das gibt mir aber nochmal diese Haltung. Ich glaube, es gibt auch französische Präsidenten, die diese Hacken haben. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Wir bleiben bei den Kostümfilmen, mit denen du mitgespielt hast. Die Vorbereitung auf Sissi, die war aber ganz schön anstrengend, weil ihr habt ja auch viele so oben ohne Szenen. Und da musste man natürlich gestellt aussehen und durfte dann, glaube ich, bestimmte Dinge gar nicht mehr essen für bestimmt ein halbes Jahr. Genau, das war auch nicht immer schön. Ich habe auch ein bisschen nachgelassen über die Staffeln tatsächlich, also weil das war dann doch relativ hart. Aber genau. Viel Training und dann fängt irgendwann an, dass die Kohlenhydrate gecuttet werden. Und dann muss man trotzdem einfach nach so einem 12-Stunden-Drehtag noch ins Fitnessstudio gehen. Aber das bringt einem ja auch viel Kraft. Und wie kann man da die Laune nicht verlieren? Indem man ganz tolle Kolleginnen hat und seinen Job ganz doll liebt. Okay, gut. Haben wir das auch abgehakt. Es gab dann natürlich auch Kampfszenen und auf dem Schlachtfeld, da ist hier ein ganz besonderer Gegner vor den Säbel gekommen. Wer war das? Ja, das ist der Bodyguard des litauischen Präsidenten. Der echte Bodyguard? Der echte Bodyguard. Mit einem zweiten Standbein als Schauspieler? Als Stuntman.
Und der ist richtig groß. Und als mir gesagt wurde, dass in dem Teil der Choreo, in dem ich auf dem Boden lande und jemand sich auf mich stütze und ich ihn rüberreißen muss und abstechen darf, da, als ich erfahren habe, dass er das ist, da dachte ich erstmal, okay, krass. Aber der hilft natürlich mit. Ne? Ich habe den nicht. Ich hätte den mit meiner Kraft hätte ich den nicht von mir runterschubsen können. Wahnsinn. Wer passt dann auf den Präsidenten auf, wenn der mit dir da ringt? Niemand. Niemand. Der muss dann einfach muss zu Hause bleiben während der Dreharbeiten. Hast du überhaupt Zeit, selbst noch ins Kino zu gehen? Ja. 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 Also auch regelmäßig, ja, weil oder nur Berlinale, sondern. Nee. Du bist ein Kinogänger. Nee, kann jetzt. Die eintönigen Antworten. Nein. Ja, nee, doch, ich liebe es, ins Kino zu gehen. Das ist für mich ganz wichtig, auch ins Kino gehen zu können. Und ich mag es auch voll gerne, im Sommer ins Kino zu gehen, wenn die Räume so schön akklimatisiert sind. Nee, das ist ein guter Tipp. Nee, ich sage das nur so, weil ich denke mal, ihr seid ja nur beim Drehen und dann habt ihr gar keine Zeit, die Konkurrenz mal zu beobachten. Es sei denn, vielleicht abends dann im Hotelzimmer. Aber das ist auch wichtig. Die Konkurrenz zu beobachten und zu gucken. Ja, oder die Kolleginnen, man soll ja nicht immer von Konkurrenz sprechen. Ja, genau, die Kolleginnen. Das haben wir uns nämlich auch gedacht, dass es vielleicht für dich und für sie zu Hause natürlich ganz nett wäre, heute am Donnerstag zu gucken, was die Konkurrenz denn so macht ab Donnerstag. Und vielleicht erfahren wir auch gleich, für welchen Film sich Jannik Schümann dann entscheidet. Das sind nämlich die Kinostarts in dieser Woche. Und da ist wirklich sehr viel, sehr Schönes und sehr Unterschiedliches dabei. Was denkst du, wie das aussieht? Eine Frau in deinem Alter, wenn sie so tut, als wäre sie nur jung. Ich brauche ja aber keinen. So, jetzt müssen wir uns nur noch entscheiden, für welchen Film. Ja, ich habe mich entschieden. Welcher ist es? Wild wie das Meer. Das habe ich auch gedacht. Ich habe nämlich selber einen jüngeren Mann zu Hause. Also aus Recherchegründen alleine muss ich den schon sehen. Aber auch Senta Berger, ich glaube, den werde ich auch gucken. Sieht auch schön aus. So, jetzt haben wir über deinen neuen Film gesprochen, aus der Reihe Die Diplomatin vermisst in Rom. Es ist ja ein Abschied. Wie schwer fällt dir der Abschied? Das ist dein letzter Film in der Reihe? Das ist mein letzter Film. Das war ein tränenreicher Abschied vor und hinter der Kamera, vor allem mit Natalia. Aber wir haben uns in den Armen gelegen und haben gesagt, wir würden so gerne mal wieder miteinander drehen und hoffentlich wird das passieren. Und wir standen 2 Monate später in Budapest zusammen vor der Kamera. Für welchen Film? Für eine Serie, die bald früher auf RTL Plus läuft, Disco 76. Okay, deswegen sprechen wir aber über Die Diplomatin am Samstag in der ARD um 20.15 Uhr, jetzt schon in der Mediathek. Und du hast gerade gesagt, ein tränenreicher Abschied. Und ich glaube, so einfach lässt die Diplomatin ihren Assistenten auch nicht ziehen, auch nicht hinter der Kamera. Deswegen haben wir sie noch mal eingeladen, etwas zu sagen. Ja, nee, mein Schatz. Schau mal, wir haben uns heute gesehen, wir werden uns nächste Woche sehen. Wir haben uns seit fast 10 Jahren mindestens einmal im Jahr gesehen. Und ich habe die Zeit mit dir so genossen. Und ich will gar nicht von einem Abschied reden, weil es ist kein Abschied. Es ist jetzt mal eine Pause. Und ich verstehe das. Und es ist trotzdem ganz doof. Und ich habe dich fürchterlich lieb. Und ich finde es ganz toll, wie du deinen Weg gehst. Und was für eine unglaubliche schauspielerische Kraft du geworden bist. Und ich wünsche dir einfach mal alles Liebe. Und sag jetzt einfach mal, bis ganz bald. Und I always have you in my mind and in my heart. Und ich schaffe es dann auch auf meinem Fahrrad. Ciao! Hast du sie überhaupt erkannt? Nee, ich schenke dir, glaube ich, mal eine Taschenlampe. Ja. Also, genau, man müsste meinen, sie kommt vom Film. Ne? Ja. Sie weiß, dass Licht wichtig ist. Ich gehe jetzt einfach mal ins dunkelste Eck. Aber es war eine tolle Idee, oder? Natalia Wörner, ihr seid auch privat richtig eng befreundet. Ja. Wann seht ihr euch das nächste Mal? Nur am Set oder? Mittwoch. Am Mittwoch direkt. Okay, gut, das ist ja interessant. Vielleicht laden wir sie auch mal ein und fragen dann, wie es war. ihr habt jetzt so lange vor der Kamera gemeinsam gestanden für Die Diplomatin. Was war für dich persönlich, weil das waren ja immer Ziele, Thailand, Rom. Mhm. Was war das Schönste an dieser Reihe? Was nimmst du da mit? Also der erste Teil war ganz besonders, weil es so der Anfang war. Und das war wirklich, Drehen in Bangkok ist ein Abenteuer. Da gelten andere Regeln. Mhm. Und da haben wir uns kennengelernt und es war sofort vertraut und schön miteinander. Das war ganz toll. Und jetzt fand ich noch mal zum Abschied in Rom zu sein. Und ich war 3 bis 4 Wochen ungefähr da und ich habe 2 Wochen frei gehabt, weil ich nicht am Stück gedreht habe. Und ich war zum ersten Mal in Rom und ich habe die Stadt kennengelernt, bin durch die Gassen gegangen, habe mich verloren und war mit Natalia Pasta essen. Und auch in Rom herrschen andere Regeln am Set, das ist auch sehr chaotisch. Ich habe auch mal in Italien gearbeitet, vielleicht decken sich ja unsere Erfahrungen, was sind das für Regeln und inwiefern sind sie anders als bei uns? Es wird wahnsinnig viel geschrien. Und dann, dass wir aber diese Drehtechnik hatten und keine Proben machen, da waren dann die
ItalienerInnen von den Deutschen total irritiert. Und so, wie, ich dachte, ihr seid so geordnet. Nee, das war jetzt wirklich ein richtig toller Abschluss mit Natalia in Rom. Da sehen wir sie nochmal mit dem Papst, also natürlich nicht mit dem Film Papst. Was nimmst du so mit aus so einer langen Reihe? Ich meine, das war wahrscheinlich auch eine der längsten Reihen, die du so gedreht hast. Ja, das Besondere, wenn man wieder vor der Kamera steht, im gleichen Charakter ist, man muss sich natürlich neu vorbereiten, wenn man ein neues Buch bekommt, ne, man muss das auseinanderpflücken, aber man ist diesem Charakter so vertraut und man kennt, ich habe das Gefühl, ich reagiere oder ich entscheide mich als Nikolaus Tanz und nicht als Yannick, wenn ich irgendwas vor der Kamera mache. Mhm. Und das ist eine richtig tolle Erfahrung. Und ist es dann der Nikolaus Tanz mit diesem schönen Namen, der ist dir ja sehr ans Herz gewachsen, ist es dann auch wie von so einem Freund Abschied nehmen, weil du spielst den ja jetzt nie wieder? Höchstwahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich fühlt es sich ähnlich an wie Abschied nehmen. Wie ist es dann, wenn wir jetzt mal in die Zukunft gucken und jetzt nicht so sentimental werden, welche Projekte sind bei dir geplant? Was kommt als nächstes? Drehst du schon gerade was? Ich habe gerade die dritte Staffel von Sissi abgedreht. Ja. Das heißt, ab Dezember kann man sich wieder auf RTL Plus freuen. Und du darfst wieder Kohlenhydrate essen, oder? Ich esse gerade wieder ganz, ganz viel. Ich habe heute wieder mit Sport angefangen, weil kurz eine lange Pause stattgefunden hat. Dann drehe ich ab November etwas in Baden-Württemberg und darüber darf ich noch nicht reden. Da freue ich mich aber auch sehr drauf. Und dann hoffen wir, dass du dann vielleicht noch mal zu uns kommst und dann davon erzählst. Wieder. Ich frage mich ja immer, wenn man so eine lange, beim DE-Thema, da werde ich hellhörig, wenn man für so ein Projekt so lange gefastet hat, was ist das Erste, was du dann isst, wenn du wieder essen darfst? Gibt es da sowas bei Sissi, wo du gesagt hast, bitte bringt mir sofort Königsberger Klopse in den Wagen? Das haben sie mir nicht gebracht, sondern ich habe es gekauft und dann nach einem Drehschluss nachts, weil wir so lange gedreht haben, aber ich musste TK-Pizza mit Mozzarella-Sticks. TK-Pizza, also Tiefkühlpizza mit Mozzarella-Sticks, weil der Käse noch nicht gereicht hat. Nee, und weil dann muss es auch alles sein. Ne? Also dann geht nicht einfach nur mal so ein kleines Stück Schokolade oder, sondern dann muss es wirklich, gib mir alles, was fettig ist, was trieft und was ungesund ist. Und dann kann ich gut schlafen. Und wie hat das sich dann angefühlt, dass diese Kohlenhydrate, dieses Fettige wieder zu essen? Ja, die ist natürlich so schlecht danach, dass es überhaupt nicht schön ist. Ja. Aber der Moment, der bringt Spaß. Ich kenne es, ich habe gerade ein Kind bekommen und da darfst du auch bestimmte Dinge nicht essen. Und die ganze Schwangerschaft überfreut man sich auf bestimmte Sachen. Mhm. Und das ist dann nämlich ganz traurig, wenn man sich dann überfuttert hat. TK mit, also so ähnlich, in die ähnliche Richtung ging es bei mir auch. Ja. Also von daher versuchen wir jetzt eine ausgewogene Ernährung in Zukunft. Ja. Vielen Dank, Yannick Schümann, dass du heute unser Gast warst. Und ich nehme auch ganz viel mit aus diesem Gespräch. Herzlichen Dank für deine Offenheit, Sichtbarkeit für queere Themen. Das haben wir uns gemerkt, der Aufruf. Ich hoffe, Sie haben den auch zu Hause vernommen. Alle Rollenangebote, wenn Sie selber einen Drehstoff irgendwie im Kopf haben, bitte an Yannick Schümann. Wir blenden vielleicht im Nachhinein noch mal in der Mediathek deine E-Mail-Adresse Und die private Nummer. Und die private Nummer, natürlich. Einfach melden. Dann gucken wir noch mal ans Archiv, ob wir die Pfefferkörner und den Amadee vielleicht noch mal finden. Okay, gut. Und morgen, da freuen wir uns natürlich auch schon wieder hier auf den